Herzlich willkommen zurück. Geil, dass ihr wieder mit hier am Start seid. Zu einer weiteren Ausgabe von Gothic 2 Classic. Schenkt nochmal ein. So. Und wir haben erfahren in der letzten Folge, dass Pedro, das miese Schwein, eigentlich, Pedro konnte ja eigentlich nichts dafür. Er wurde ja vom Bösen quasi, gekidnappt und, verzaubert. Er hat das Auge Innos gestohlen. Weißt du, wo Pedro ist? Glaubst du, ich würde hier rumstehen, wenn ich wüsste, wo der Abtrünnige sich aufhält? Er muss für seine Taten bezahlen. Ich hoffe, es gelingt uns, das Auge zurückzuholen. Du musst uns helfen. Finde ihn und bring uns das Auge Innos zurück. Ich werde sehen, was ich tun kann. Mhm. Weißt du, wo die anderen sind? Gorn hat seinen Kerkeraufenthalt bei Garund ganz gut verkraftet. Jedenfalls wollte er zu Lee und gucken, was auf dem Hof so passiert. Nach dem Kerkeressen wird er sich wohl gerade den Wanst vollschlagen und die Vorräte der Söldner auf eine echte Bewährungsprobe stellen. Diego hat was von einer Abrechnung gemurmelt. Keine Ahnung, was er damit meinte. Ich vermute aber, dass er in der Stadt ist. Du kennst ihn ja. Immer da, wo was zu holen ist. Weißt du etwas über die vermummten Gestalten? Nein, aber ich habe ein ungutes Gefühl bei diesen Typen. Sieh dich vor, wenn du ihnen begegnest. Da fällt mir gerade noch ein, dass ich nochmal in die Bibliothek wollte. Mit Karas und Hyglas sprechen. Vielleicht hat Karas ja eine Aufgabe für mich, was das angeht. Und mit Ulta und Serpentis wollte ich auch noch reden, habe ich auch noch nicht gemacht. Oh Mann. Hey du, ich bin Meister Hyglas, Hüter des Feuers und Bewahrer des Wissens. Schwierig, seinen Geldbeutel zu stehlen. Wir probieren es einfach mal. Warum nicht? Hey, du. Ja, sehr schön. 200 Goldstücke, 150 Erfahrungspunkte. Das hat sich mehr als gelohnt. Hey, du. Was machst du hier? Solltest du nicht unterwegs sein und den hinterhältigen Verräter Pedro suchen? Ha! Oh, cool. Später. Erst muss ich noch was erledigen. Weißt du überhaupt, was der Verlust für das Kloster bedeutet? Das Auge Innos ist eine mächtige Waffe. Niemand kann vorhersagen, was der Feind mit dem Amulett vorhat. Aber er hat etwas vor und das müssen wir vereiteln. Also setz dich unverzüglich in Bewegung und spür den Dieb auf. Ich könnte dir hier und jetzt die Kehle durchschneiden, wenn ich will. Aber ich habe heute einen guten Tag und werde davon absehen. Na gut. Ach ja, ich hab so ein Gedächtnis wie so ein Goldfisch, ey. Ich wollte nochmal mit Ulta und Serpentis reden, weil ich glaube, Ulta gibt uns jetzt die Quest, die Wegschreine zu reinigen. Bild ich mir ein. Eine Sache noch. Einige der von Innos geweihten Wegschreine sind vom Feind geschändet worden. Sie haben ihre magische Weihe verloren. Verstehe. Und nun? Es ist an dir, diese Schreine wieder zu reinigen, um die Situation nicht eskalieren zu lassen. Nimm dieses geweihte Wasser und träufle es auf den Sockel des Schreins. Mit den heiligen Worten der Reinigung wird der Schrein seine alte Macht wieder zurückerlangen. Gorax kann dir eine Karte verkaufen, auf der unsere Schreine eingezeichnet sind. Geh nun hin und verrichte deine Aufgaben. Ja, zu Ulta habe ich Respekt, aber nicht zu dem hier. Der Typ ist eine Made. Es wäre verdammt schwierig, sein Geldbeutel zu stellen. Das schaffen wir wohl nicht. Hast du mir noch etwas zu sagen? Entferne dich. Du weißt, was du zu tun hast. Das habe ich früher auch. So ein... Ah, dem will ich am liebsten wirklich die Kehle durchschneiden. Na gut. Ah ja, die Karte kaufe ich jetzt mal noch von, von Gorax. Wenn ich es jetzt ohne Karte mache, irgendeinen Schrein würde ich definitiv vergessen. Deshalb, Ich brauche ein paar Dinge. Deshalb brauche ich ein paar Dinge. Ah, 200 Goldstücke. Das sind die 200, die ich gerade von Hyglas geklaut habe. So, werfen wir hier mal einen Blick drauf.
Okay, naja, der im Kloster ist jetzt unrelevant. Ja, okay. Wir fangen natürlich mit dem an, den wir als erstes da finden werden. Naja, gut, schauen wir mal. Da auf dem Weg zu Pedro werden wir auf jeden Fall schon mal 3 oder 4 Schreine finden. Wobei, warte mal, nee, werden wir gar nicht. Wir werden jetzt hier ins Wasser springen. Oder nee, komm, wisst ihr was, ich gehe den langen Weg. Ich springe jetzt hier nicht runter, wie man es üblicherweise wahrscheinlich jetzt erstmal machen würde. Sondern ich laufe den langen Weg, weil ganz ehrlich, dann können wir gleich noch 2 Schreine mit abklappern und die gleich mit sauber machen. So sind wir, glaube ich, ein bisschen effizienter unterwegs. Hast du einen Novizen vorbeikommen sehen? Ja klar, er ist da lang. Er ist von der Brücke ins Wasser gesprungen und geschwommen, als wenn ein Hai hinter ihm her wäre. Wenn du ins Kloster willst, solltest du mit Milton reden. Er wird dir sicher weiterhelfen. Was meinst du? Lassen die mich da überhaupt rein? Vielleicht. Aber so wie du aussiehst, kann ich dich mir nur schwer in einer Novizenrobe vorstellen. Quatsch, kein Unfug. Novizenrobe. Ich brauch was zwischen die Kiemen, sonst beiß ich noch in die nächste Baumrinde. Naja. Ich frag mich ja wirklich, wie er es geschafft hat, reinzukommen, weil eigentlich die Bedingungen sind klar, 1000 Goldstücke und ein Schaf. Und er, für ihn macht man eine Ausnahme. Warum? Was bietet er Milton oder dem Kloster an, dass der reingelassen wird und vor allem, dass der auch noch von den Vorräten des Klosters zehren darf? Das, naja. Wir haben erstmal Dietrich hier gefunden. Nochmal ein Dietrich, sehr schön. Ja gut, und Gold haben wir jetzt wirklich, ich will nicht sagen mehr als genug, aber schon ordentlich. So, aber ich will diesen Trank hier konsumieren. Dann legen wir jetzt los wie Speedy Gonzales. So. Und dann werden wir erstmal hier den ersten Schrein reinigen. Ach nee, der ist gar nicht befleckt anscheinend, okay. Geschicklichkeit plus 2, sehr schön. Okay, interessant. Es sind anscheinend nicht alle Schreine verunreinigt. Mal sehen. Vielleicht hat Drago mir noch irgendwas Neues zu sagen. Irgendwas zu erzählen, was vielleicht interessant sein könnte. Irgendein Dialog, den ich noch nicht kenne. Nö. Aber wir beklauen ihn erstmal. Dafür hat es sich gelohnt, diesen kleinen Zwischenstopp einzulegen. Oh, guck mal. Lächerlich, dass dieser Feuerpfeil, der macht halt gar keinen Damage mehr. Bin gespannt, wie es gegen die Drachen wird. Ob das auch so ein Kinderspiel wird oder ob das ein bisschen schwerer wird. Gegen die Drachen habe ich mich immer schwer getan, muss ich sagen. Hä? Der Schrein ist auch nicht verunreinigt, okay. Es gab auf jeden Fall den Schrein vor der Stadt Richtung Salasturm. Der war auf jeden Fall geschändet. Geschändet? Was haben die da mit dem Schrein gemacht? Haben die da... Oh. Die da alle mal ihre Würstchen rausgeholt und da mal drauf gemacht? Oder was meinen die mit geschändet? Also. Okay, die Feldräuber, da hole ich mir jetzt nicht. Die gingen jetzt zu weit ab vom Schuss. Die hole ich mir später. Erstmal will ich wissen, was mit dem Schrein hier vorne ist. Ah, der ist zum Beispiel kaputt. Inos, gewähre mir deine Hilfe. Und reinige diesen Schrein. Oh, auch ein Satz, den man nicht so oft hört. 6 sind nur übrig, okay. Dann, ja, wir müssen jeden Schrein abgehen, glaube ich. So. Hey, du da! Landstreicher. Was soll das werden? Was meinst du? Du bist jetzt schon der zweite, der hier vorbei hastet, als hätten ihn die Blutfliegen gestochen. Wer war der andere? Er sah aus wie einer dieser durchgeistigten Novizen aus dem Kloster da hinten. Du kannst mir erzählen, was du willst, aber irgendwie sind die Burschen nicht ganz richtig in der Birne. Wo ist der andere hin? Er ist wie der Blitz den Weg da oben raufgerannt. Ich muss weiter. Hey, kein Problem. Naja. So.
Ja, warte mal, hier ist ja noch dieser da hätte ich mir den Hammer Innos mal mitnehmen können. Da hätte ich diesen magischen Golem hier vorne. Das habe ich vergessen. Naja, ich muss ja sowieso nochmal früher oder später zum Sonnenkreis. Von daher. Lächerlich. So. Aber dass hier noch gar keine Novizenleichen zu finden waren, finde ich etwas seltsam. Hier vorne müsste eine liegen. Nee, ich glaube diese Novizenleichen... Ah, doch da. Ich dachte gerade schon, diese Novizenleichen sind erst mit dem Addon dazugekommen, aber... Er ist auch geschändet, perfekt. Inos, also nicht perfekt, aber... Mir deine Hilfe und reinige diesen Schrein. Nein, steht auch auf, Boy. Ja, Boy. So. Müsste auf dem Weg noch ein weiterer sein. Der oben rechts beim Troll. Beim ehemaligen schwarzen Troll. Der ist jetzt mittlerweile von uns gegangen. Beziehungsweise ich habe ihn niedergestreckt. Brutal, wie ich bin. Ich hoffe, ich finde noch ein paar Suchende, die so ein paar Speedtränke dabei haben. Das erleichtert mir wirklich den Lauf hier über die Insel erheblich. Oder ich lerne nochmal irgendwann Akrobatik, aber ja, mal sehen, ob ich das nochmal machen werde. Ob ich das nochmal lernen werde, Entschuldigung. Klingt besser, wenn ich das so formuliere. Hier hinten dürften auf jeden Fall noch ein Suchender sein. Oder? Nee, tatsächlich nicht. Aber ich gehe in die Höhle nochmal rein. Vielleicht sind ein paar Crawler nachgespawnt. Die könnte ich gut gebrauchen für die Crawler-Rüstung. Andererseits wäre es auch irgendwie unlogisch, wenn das so wäre. Weil wo sollen sie herkommen? Ich habe ja alles getötet und... dürfte ja nichts mehr sein. Alles weg. Schade. Schade, schade, schade. Ich überlege echt noch die ganze Zeit jetzt, wo kriege ich noch Crawler-Platten-Rüstungen her für Crawler-Platten für die Rüstung her, so rum. Ich habe keine Idee. Na gut. Inos, gewähre mir deine Hilfe und reinige diesen Schrein. Das bringt auch ordentlich Erfahrungspunkte, muss man mal sagen. Also 150 für 6 Schreine, das ist eine Summe. Brauchen nicht mal mehr 5000 für ein Level Up, also das geht gut. Geht gut voran hier, muss man mal sagen. Fällt mir. Ja, es ist halt, wie ich schon, glaube ich, in der letzten Folge gesagt habe, es ist halt kein Vergleich zu die Rückkehr. Bei der Rückkehr bin ich ja teilweise wirklich verzweifelt. Hier ist es ja wirklich ein entspannter Spaziergang, möchte man ja wirklich sagen, im Vergleich. Also, ich habe bisher keine Situation gehabt, wo ich gesagt habe, boah, das ist jetzt aber schwer. Hast du einen Novizen hier vorbeikommen sehen? Hier sind eine Menge merkwürdiger Gestalten vorbeigekommen heute. So auch die beiden Geigen da oben bei dem Felsbogen. Vorhin war auch noch ein Novize der Feuermagier bei ihnen. So, bevor ich jetzt aber da hochgehe, werde mir denen die Leiche hier noch kurz gönnen. So. Ja, und die Höhle, die hier unten ist, da könnte ich auch nochmal... Aber da waren ja auch nie Minecrawler drin, da waren ja immer nur Goblins drin. Also von daher... Ich wüsste jetzt nicht, wie ich nochmal Minecrawler auftreiben sollte. Oder wo, besser gesagt. Mal sehen. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Wer bist du? Was soll denn das werden? Ein Verhör? Ich hab dir nichts zu sagen, aber du kannst ja mal mit meinem Kumpel reden. Aber sei vorsichtig, er mag keine Fremden. Ich suche einen Novizen. Das ist ja interessant. Wir suchen nämlich auch jemanden. Ach ja, wen denn? Dich. Aber da kann ich gleich nochmal hier in die Höhle reingehen.
Ich bin ein heiliger Krieger, Innos. Du hast keine Chance gegen mich. Rabauke. So. Käse, Äpfel, grober Zweihänder. Nett, nett. Oh ja, guck mal, das grobe Fleisch. Das gebratene Fleisch bringt doch ganz gut Lebensenergie wieder, hätte ich gar nicht gedacht. Wie gesagt, wenn ich jetzt nochmal hier bin, jetzt denke ich, kann ich mich in die Höhle hier rechts trauen, wo diese untoten Paladine ihr Unwesen treiben. Muss sie läutern. Namen unseres Herren. Habe ich denn Untote vernichten als Zauber dabei? Müsste ich eigentlich. Konnte die nie verwenden, weil ich immer zu wenig Mana hatte, ja. Naja, gut, da muss ich halt im Nahkampf gegen die ran, aber das ist ja nicht so schlimm. Sollte kein Thema werden. Könnte versuchen, einen einzufrieren. Dann habe ich genug Zeit, um den anderen erstmal Platz zu machen. Sollte klappen. Die Armbrust habe ich auch noch. Ihr seid keine Gegner für mich. Weil der Schaden, den die machen, der ist schon ordentlich, also. Aber meiner ist viel ordentlicher. So, Silberteller. Das heißt, wir können nochmal bei Halvor früher oder später mal vorbeigehen. Ja, halbes Leben haben sie mir weggehauen. Vielleicht kriege ich ja noch einen Mana-Bonus, wenn ich die ganzen Tokopilze esse. Dann könnte ich den Ring nochmal anlegen und dann könnte ich tatsächlich nochmal Untote vernichten Zauber auf die wirken. Lassen wir uns überraschen. Schade. Hätte ja sein können. Komm, hier habe ich noch eine Wurst, die esse ich jetzt mal. Äpfel habe ich noch ein paar gefunden. Vielleicht gibt es da mal einen Stärkebonus. Innos ist leider nicht mit mir gerade. Schade. Naja. Aber wie gesagt, ich denke, wir sollten die Paladine trotzdem schaffen. Diese untoten Knechte. So, wir speichern zunächst. Oh, ich habe schon ewig nicht mehr gespeichert, sehe ich gerade. Schattenkrieger. Das hat schon mal funktioniert. Oh ne, oh. Kein Schaden durch Bolzen. Ah ja, aber durch die geweihte Erzklinge geht das schon ganz gut. Ah, die schaffen wir. 400 bringen die Kerle. 400 ist eine Judezahl. Wofür habe ich denn jetzt mein ganzes Mana verbraucht? Achso, für den Eisblock. Bin mal gespannt, wie viel so ein Eisblock an Schaden macht. Naja, nicht sehr viel, aber mehr ist genug. Der hat mir jetzt aber gedrückt hier. Bin so von den Bäumen in diesem Raum gerade überrascht. So. Die Bäume hier, die sind aber... Oder sollen das Stützbalken sein? Wahrscheinlich sollen das Stützbalken darstellen. Aber ich glaube, die sind durch den Grafikpatch sind die, glaube ich, reingekommen. Ich glaube, im normalen Classic sind die nicht hier zu finden. So, wir haben die Drachenschneide hier erbeutet. Oh, die ist sogar gar nicht so schlecht, aber die macht 5 Schaden weniger als mein Ordensschwert. Hat sich doch gelohnt, dass wir das Ordensschwert geweiht haben. Stellt euch mal vor, diese Drachensteine jetzt einfach genau durch diesen Lichteffekt, durch diesen blauen Schein, sehe ich relativ verzerrt aus. So. Na gut. Schön, dass wir das erledigt haben. Naja, ein bisschen brauchen wir noch für ein Level Up. Guck mal. Rostige Axt und ein Heilkraut. Sehr schön. Haben wir das auch erledigt. Wunderbar. Hallo Pflänzchen, euch nehme ich natürlich mit. Jetzt, Schwede, wie laut war das denn gerade?
Gibt so manches SFX-Sounds. Nee, SFX-Sound-File Experience. Ich weiß nicht, wie das, was SFX ausgesprochen heißt. Müsste ich eigentlich wissen, aber. Naja. Müsste Fahrradkette. Nee, warte mal, der Spruch ging irgendwie anders. Das müsste eine Fahrradkette sein, so. Können wir Novizen. Ach, siehst du, die ganzen alten Münzen, die könnte ich mal bei einem Kollegen, Vasili auf Onas Hof verscherbeln. Bevor wir die Party dort stören, werde ich erstmal hier außen rumgehen. Mann, ich hoffe, dass ja irgendeiner von denen mal so einen Speedtrank dabei hat. Wäre ja mal ganz geil. Ah, Essenz der Heilung, ey. Einfach gar keine Chance gegen mich. Aber denn hier noch Felsnöterich. Hier haben wir nichts mehr, okay. Aber ich habe hier gerade noch irgendwie Pflanzen gesehen, jawohl. Wir sammeln natürlich alles ein. Okay, na gut, dann würde ich mal sagen, stören wir mal diese Versammlung hier, oder? Diese Orgie. Ja, moin. Nee, das wollte ich nicht. Die andere Waffe wollte ich. Du kommst zu spät. Wir haben das Auge Innos zerstört. Auf dass es seine Macht niemals zurückerlangen wird. Wir werden dir jetzt zeigen, was für sinnloses Unterfangen es auch war, den Meister herauszufordern. Weißt du nicht, was für ein sinnloses Unterfangen es war? Hier können wir gar nichts, Leute. So. Befel. Oh Mann. Oh, keine Speedtränke dabei. Keiner von denen hatte einen Speedtrank dabei. Das ist so ärgerlich. Na gut. Ja, wir sind jetzt auch besessen. Das ist natürlich super optimal, aber da wird uns Bürokar bestimmt schon irgendeinen Trunk dafür geben. Ich habe aber jetzt nochmal, glaube ich, das Gefühl, dass ich hier unten in der Höhle noch nicht komplett war, oder? Weiß es nicht mehr so genau. Oder? Nee, doch, ich war hier unten schon. Doch. Da waren auch Minecrawler, die habe ich aber leider getötet. Mist. Ah, oh, es ist so ärgerlich. Tja. Na gut. Gehen wir mal ins Kloster zurück. Überbringen die schlechte Kunde. So, würde die sicherlich interessieren, die Boys. Wir wenden uns zunächst an Pyrokar. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Meister des Sitzens. Das wird sich. Ah gut, da darf ich ja jetzt nicht zu laut sein, ne? Ich meine, wenn ich arbeite, sitze ich auch die ganze Zeit. Ich glaube, ich bin besessen. Kannst du mich heilen? Nicht ohne ein Zeichen deiner Ehrerbietung diesem Kloster gegenüber, mein Sohn. 300 Goldmünzen. Gut, hier hast du das Geld. Hier, trink das. Möge die Gnade Innos dich erlösen. Ich habe das Auge Innos gefunden. Es ist zerbrochen. Aber ist doch. Das kann nicht sein. Was ist passiert? Es war bei einigen echt miesen Kerlen. Jedoch kam ich zu spät. Sie hielten dort oben in den Wäldern eine seltsame Beschwörung auf einem sichelförmigen Ritualplatz ab. Innos, steh uns bei. Sie haben unseren Sonnenkreis entweiht. Selbst in meinen schlimmsten Träumen hätte ich nicht damit gerechnet, dass sie solch eine Macht besitzen. Das hätte er auch selbst wissen können. Was können wir tun? Der Feind ist sehr stark geworden. Kennst du ja schon. Jedoch hat er in diesem alten Artefakt eine mächtige Bedrohung gesehen. Wir müssen das Auge heilen. Das habe ich auch gesagt. Und ihm seine alte Kraft zurückgeben. Doch die Zeit ist gegen uns. Ich vermag mir nicht auszumalen, was nun mit uns allen geschehen wird. Ohne den Schutz des Auges sind wir dem Feind hilflos ausgeliefert. Als ob ich nicht. Gehe zu Vatras, dem Wassermagier in der Stadt. Nur er weiß in unserer misslichen Lage, was zu tun ist. Bringe das Auge zu ihm. Beeile dich!
Was ist der Sonnenkreis? Zu jenem Ort reisen alle Magier und Novizen des Klosters jedes Jahr zur Sonnenwende, um den Beginn eines neuen Zyklus einzuläuten. Der Ort ist erfüllt von der unermesslichen Kraft der Sonne. Niemals hätte ich auch nur im Entferntesten geahnt, dass seine Macht hätte umgekehrt werden können. Und doch ist es geschehen. Okay. Na gut. So. Dann, nehme ich erstmal diesen Trank. Und bin erlöst. Geil! So, achso, warte mal. Wir brauchen ja jetzt nicht mehr in die Stadt laufen. Wir haben jetzt hier ganz gemütlich einen Teleporter hin. Das hätte er auch selbst wissen können. Oh, schön. Moin Mädels, euren beim Vorbeigehen Meldor noch so über die Glatze streicheln. Geht, Alter. Ich erzähle dir doch nichts Neues. Dann, ja, müssen wir jetzt wohl mal mit Vatras hier ein ernstes Wörtchen reden. Mit dem Kerle. Das Auge ist broken. Und an jedem Ort, an Ordnung und Chaos ungleich. Pyrokar schickt mich. Das Auge Enos ist zerbrochen. Ich weiß. Ich habe es schon von einigen aufgebrachten Novizen erfahren. Woher? Die Suchenden haben den Sonnenkreis der Feuermagier dazu benutzt, das Auge Enos zu zerstören. Einen gelungenen Schachzug des Gegners würde ich das nennen. Woher will der das wissen? Ich hab's doch vor nicht mal 5 Minuten Pyrokar erstmal erzählt. Andere Novizen konnten es ja gar nicht wissen. Nachrichten verbreiten sich schnell in dieser Stadt. Das ist auch gut so. Der Feind wird genauso wenig schlafen. The enemy. Was soll nun mit dem Auge geschehen? Wir müssen es wieder zusammenfügen. Aber das ist keine leichte Aufgabe, fürchte ich. Die Fassung ist in 2 Teile zerbrochen. Dies vermag ein geschickter Schmied wiederzurichten. Aber das ist eigentlich nicht die Schwierigkeit dabei. Vielmehr macht mir der eingelassene Edelstein Sorgen. Er ist matt und kraftlos. Der Feind scheint genau gewusst zu haben, wie man ihn schwächt. Wo finde ich einen Schmied, der die Fassung des Auges reparieren kann? Frage in den umliegenden Gebieten nach einem, der sich auf das Reparieren von Kleinoden versteht. Wie erhält der Edelstein seine Kraft zurück? Ich sehe nur einen Weg. Eine Vereinigung der 3 herrschenden Gottheiten sollte den gewünschten Effekt erzielen. Ein gut vorbereitetes Umkehrritual an dem Ort seiner Zerstörung wird dem Edelstein wieder Feuer geben. Das Problem dabei ist allerdings, dass du jeweils einen irdischen Vertreter von jedem der 3 Götter zu diesem Ort bringen musst. Des Weiteren bräuchte man eine Menge Sumpfkraut für dieses Ritual. Ich schätze, 3 Krautpflanzen müssten es schon sein. Und die sich richtig einen durchdübeln dabei. Ich glaube, ich habe das in die Rückkehr schon mal erzählt, aber eigentlich, dieses Umkehrritual ist eigentlich nur ein Treffen alter Freunde und die wollen sich mal richtig einen durchdübeln wieder. Ja, Pyrokar, Xalas und Vatras, so. Wollen einfach mal wieder ein bisschen Spaß haben zusammen. Wer könnten diese 3 irdischen Vertreter der Götter sein? Für den Gott Adanos werde ich mich zur Verfügung stellen. Pyrokar, der oberste Feuermagier, wäre der Richtige, um den Gott Innos zu vertreten. Aber für Belia fällt mir kein geeigneter Bewerber ein. Es müsste jemand sein, der die schwarze Magie beherrscht. Schwarze Magie-Attacke! Ja, ein bisschen Yu-Gi-Oh! Geguckt in letzter Zeit. Schwarze Magie? Was ist mit Xardas? Das ist es. Es könnte funktionieren. Doch frage ich mich, wie du uns alle 3 zusammenbringen willst. Ich sehe jetzt schon Pyrokars Gesicht, wenn er hört, dass er mit Xardas an einem Strang ziehen soll. Wo würde ich dieses Sumpfkraut finden? Ich habe da etwas von einer alten Giftmischerin namens Sagitta in den Wäldern gehört. Sie soll angeblich solches Kraut verkaufen. Du könntest dein Glück aber auch unten am Hafen versuchen.
Ich muss los. Ich werde ebenfalls aufbrechen und am Sonnenkreis die Zeremonie vorbereiten. Schicke Xardas und Pyroka dorthin. Und vergiss nicht, das Sumpfkraut mitzubringen. Ich verlasse mich auf dich. Hör zu, Leute. Ich werde woanders gebraucht. Es wird nicht lange dauern. Sobald ich zurückkehre, werde ich euch die Geschichte weitererzählen. Möge Adanos mit euch sein. Dann die Sache ist halt, ab diesem Punkt wäre jetzt der Moment, wo man im Add-on nach Jakarta müsste, weil jetzt würde Vatras sagen, ich kann hier nicht eher weg, bis ich nicht einen Vertreter da habe hier oder so. Und dann muss man ja Myxir quasi herbringen und den kann man ja nur hierher bringen, wenn man das Add-on durchgespielt. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Ja, gut, in der nächsten Folge werden wir zu Xardas erstmal gehen und mit dem darüber quatschen und mit Pyroka und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Bleibt gesund, haut rein, lasst gerne Bewertung da, wenn es euch gefallen hat oder auch nicht. Und abonniert gerne den Kanal, folgt mir auf Twitch und Discord und whatever. Haut rein, macht's gut und ciao.